Meine Arbeiten werden nicht auf OpenSea versteigert. Und das ist auch gut so. Mein Name ist Johannes Posisio. Ich bin 26 Jahre alt, bin in Südtirol geboren, also in Cavallese, bin in Truden groß geworden, das ist ein kleines Bergdorf und genau, wohne seit 2014 in Berlin, bin hierher gezogen für mein Studium. Also warum Berlin? Das war eigentlich von Anfang an schon klar, weil ich wollte als Teenager schon immer so weit wie möglich von zu Hause weg, also in die größtmögliche Stadt. Es war dann aber immer trotzdem wichtig, im deutschsprachigen Raum Fuß zu fassen. Und dann war Berlin eigentlich von Anfang an klar, dass das die Stadt sein soll, wo ich hin will. Zudem auch, weil die elektronische Musik hier auch sehr präsent ist und das auch sehr ein wichtiger Teil ist, war und immer noch ist von meinem Leben. Für diese ersten Jahre der Ausbildung war es mir wichtig, in einer kleinen Hochschule zu sein, wo diese Privatsphäre und diese Intimität zwischen den Studenten und den Professoren einfach stark ausgeprägt ist. Und es war dann eine relativ leichte Entscheidung, dass ich an die Weißensee will, weil ich zu der Zeit auch von mehreren Leuten mitbekommen habe, dass für Malerei es wahrscheinlich besser ist. Es ist schwierig zu sagen, was ist besser, was ist schlechter, aber für meinen Stil und für meine Arbeit hat das einfach besser zu mir gepasst. Das Genre, was ich in meinen malerischen Werken betätige, ist der Hyperrealismus, größtenteils mit vielen grafischen und zeichnerischen Elementen, was auch auf meinen zeichnerischen Background zurückzuführen ist. Um es kurz zu fassen, in meiner Arbeit untersuche ich verschiedene Formen von Interaktionen und Beziehungen zwischen Mensch und Maschine und die gegenseitige Beeinflussung dieser beiden Komponenten. Als Sujet benutze ich des Öfteren Metall und Karosserieschrott. Aus dem Grund, da ich denke, dass das Automobil eine Allegorie zu dem Cyborg ist, also eine Fusion zwischen Mensch und Maschine, weil im Akt des Fahrens ist das Auto eine Verlängerung des Arms. Wie fange ich meine Arbeiten an? Also ich bin sehr viel für Inspiration, sehr viel im urbanen Raum unterwegs mit meiner Kamera. Und mache sehr viele Detailshots von Details, die ich auf der Straße finde oder auch ganz viel auf Schrottplätzen und Müllplätzen. Genau, und suche mir da Details raus, die ich spannend finde als kompositorischen Ansatz für meine Arbeiten. Diese Stills drucke ich aus und nehme die als fotografische Vorlage für die Arbeiten. Aber ich betone Vorlagen, weil die als Ausgangspunkt fungieren, aber die ich da ja auch nach einem gewissen Punkt auch beiseite lege, weil mir das klingt ein bisschen pathetisch, aber ich immer denke, dass ein Bild seinen eigenen Weg gehen soll als Arbeit. Also ein Schlüsselmoment, der mich in diese Thematik geführt hat, ist tatsächlich der futuristische und mechanische Sound der elektronischen Musik. Das war auf jeden Fall ein Schlüsselmoment, auch in diesen Momenten, in denen ich in Berliner Clubs verbracht habe und wo diese laute mechanische Musik aus den Lautsprechern geknallt ist und die Silhouetten der Figuren, die darin getanzt haben, diese mechanischen Formen von sich gegeben haben. Das war auf jeden Fall so der Starting Point für dieses Interesse von der Fusion von Mensch und Maschine. Und das hat sich dann weiter ausgeprägt und ich bin ja so seit ein, zwei Jahren mehr beeinflusst von literarischen Werken, die meine Arbeit unterstreichen, wie zum einen das Buch Crash von James Graham Ballard. Es ist eine Dystopie, die beschreibt eine Gruppe von Jugendlichen, die sexuell erregt sind anhand von Beisein und beim Mitwirken von Autounfällen. Und somit beschreibt er die Veränderung der menschlichen Psyche durch Konsumkultur und durch Technologie. Und ich glaube, diese Fetischisierung eines Subjektes oder in diesem Fall des Automobils ist auch stark in meiner Arbeit noch wieder zu erkennen. Ich habe ein Auto, aber so einen alten Jeep von meinem Opa in Südtirol. Ich komme aus den Bergen. Aber eigentlich habe ich fast gar kein Interesse, ein eigenes schnelles Auto zu fahren. Es ist vielmehr die Oberfläche von Metall, die mich interessiert. Und wie gesagt, das Auto als Sinnbild für eine Gesellschaft, in der wir leben, zu sehen, als Objekt an sich. OpenSea ist eine digitale Plattform, auf der NFTs verkauft und gekauft werden können. NFTs sind Non-Fungible Token, das heißt, es sind digitale Kunstwerke, die gekauft werden können. Und ich glaube, ich muss auf den Zug nicht aufspringen.
Ich mag das, wenn man meine Arbeiten anfassen kann, wenn die analog bleiben und wenn man die analog auch in der Galerie kaufen kann. Nicht Bombe, Freunde? Die beste Statement, wenn es schlecht will, ne?